Ich begrüße Sie zur heutigen Online-Veranstaltung zum Thema Entspannungstechniken bei Lungenkrebs. Dieses Webinar ist eine Veranstaltung von Takeda Oncology in Zusammenarbeit mit dem Patientennetzwerk Alkpositiv Deutschland. Ich begrüße nun Frau Dr. Elisabeth Jentschke. Frau Dr. Jentschke ist Psychoonkologin und leitet die Abteilung für Psychoonkologie am Comprehensive Cancer Center der Universitätsklinik Würzburg. Sie ist Psychotherapeutin und zertifizierte Entspannungs-, Yoga- und MBSR-Expertin. Zudem forscht sie in diesem Bereich und ist damit eine hervorragende Expertin für unser heutiges Webinar. Frau Dr. Jentschke, jetzt sind wir gespannt auf Ihren Vortrag. Ja, vielen Dank, dass ich heute zu Ihnen sprechen darf in diesem Webinar, und zwar über Entspannungstechniken bei Lungenkrebs. Ich habe mir Folgendes überlegt. Ich werde zuerst auf Belastungen im Krankheitsverlauf eingehen, auf die psychischen Belastungen, die Folgen der Angst. Dann werde ich speziell nochmal das ALK-positive Karzinom ansprechen und dann natürlich im Hauptteil die Ressourcen- und die Resilienzförderung, die Akzeptanz- und die Commitment-Therapie und unterschiedliche Entspannungsverfahren praktizieren, sodass Sie die zu Hause durchführen und ausprobieren können. Wenn Patienten und Patientinnen eine Diagnose bekommen oder die Diagnose bekommen, dann fühlen sie sich zunächst erstmal wie in einer Schocksituation. Wenn ich die vielen, vielen Gespräche zusammenfasse, dann würden eigentlich alle Menschen gleichermaßen aussprechen, es ist, als ob ich in ein tiefes Loch fallen würde, als würde sich der ehemals sichere Boden in einem unsicheren Untergrund und Boden wechseln. Nichts mehr ist so wie vorher. Dieses leichte Leben ist plötzlich gewichen in einem anderen Dasein. Und Patienten und Patientinnen überlegen mit ihren Behandlern, welche Therapie die richtige ist, die geeignete ist, angesagt ist, ob das jetzt die Operation ist, die Chemotherapie, die Immuntherapie oder eben auch spezielle Therapien beim ALK-positiven Lungenkrebs. Die Menschen sind voller Hoffnung und Zuversicht, wenngleich die Therapien sehr belastend sein können. Problematisch und nochmal psychisch vulnerabler für die Betreffenden ist es, wenn sie hören, dass der Tumor gewachsen ist, dass es einen Progress gegeben hat oder ein Rezidiv gegeben hat, dann ist dieses Krisenpotenzial noch deutlich ausgeprägter. Und diese Situation oder dieses Erleben steigert sich, wenn Behandler und Behandlerinnen die palliativen Maßnahmen empfehlen, wenngleich Palliation oder palliative Maßnahmen kein Nihilismus bedeutet. Auch dort kann sehr viel geleistet werden. Wir können zusammenfassen, Patienten fühlen sich durch die Diagnose psychisch belastet. Diese Belastungen, diese Unsicherheiten und Ängste bestehen, wie gesagt, schon vor der Therapie, aber dann während der Therapie und auch danach. Immer wieder, wenn Staging-Termine durchgeführt werden, beschreiben die Menschen, dass sie schon Tage, manchmal sogar Wochen vorher angespannt sind, Angst haben, dass etwas Problematisches rauskommen könnte. Diese psychischen Belastungen reichen von Distress bis hin zu Depressivität oder eben auch einer Angststörung. Und auch da gibt es natürlich graduelle Unterschiede. Es gibt Menschen, die kommen relativ gut zurecht. Das heißt, sie haben natürlich auch eine normale Auseinandersetzung, was Angst und Trauer und Verletzlichkeit angeht. Aber das kann sich natürlich im Verlaufe und auch mit der Behandlung verändern und steigern, so dass es tatsächlich zu einer Angststörung, zu einer Anpassungsstörung und zu einer Depressivität kommt. Und diese Betroffenheit und diese Belastung erleben auch Angehörige. Wenn eine Krebsdiagnose gestellt wird, dann ist es, als würde ein unsichtbarer Gast in die Familie kommen und die Familie muss plötzlich mit dieser Diagnose ebenfalls zurecht
kommen, muss lernen, Anpassungsstrategien ja zu erkennen und durchzuführen. Von welchen Zahlen sprechen wir? Circa 32% aller Krebserkrankten weisen im Behandlungsverlauf eine psychische Störung auf. Das heißt, diese Störungen bedürfen einer Behandlung. Also das ist mehr wie eine psychische Belastungssituation, sondern es ist tatsächlich auch etwas, wo Patienten und Patientinnen davon berichten, dass sie nachts aufwachen und Angst und Panik erleben oder eben auch überhaupt nicht zurechtkommen mit der Erkrankung, sich zurückziehen. Das heißt, der Lebensalltag völlig verändert ist. Unterstützung hinsichtlich auch einer Diagnose finden diese Patienten immer dort, wo psychoonkologische Praxen oder Psychoonkologen in Kliniken aufgesucht werden können. Nicht immer zeigen Patienten diese Belastungen. Natürlich nimmt der Behandler, die Behandlerin das wahr, eine Unruhe und vielleicht auch eine veränderte Kommunikation. Wir haben aber auch unsichtbare Zeichen, die nicht gezeigt werden. Stress, Verunsicherung, Ängste, Verzweiflung. Denn ich meine, das sind Menschen, die haben vorher in ihrem Lebensalltag das Leben gemeistert, standen stabil und ja voller Energie da und plötzlich merken sie, dass diese Erkrankung sie verändert, diese Erkrankung sie dünnhäutig, verletzlich, ja vulnerabel macht. Von welchen Ängsten sprechen wir? Das ist der Verlust der Autonomie, wenn die Erkrankung voranschreitet, die Veränderung des Körperbilds, die Schwäche, also Fatigue, aber auch Angst vorm Sterben. Keine Diagnose löst derart starke Ängste hinsichtlich, kann ich das überleben, also Angst vorm Sterben aus, wie eine Krebsdiagnose. Und dann geht es eben auch, je nachdem, in welchem Setting ich bin, wie kann meine Familie weiterleben, wenn ich nicht mehr bin? Schmerzen und wirtschaftliche Existenzgefühle. Dieser Angstkreislauf könnte wie folgt beschrieben werden. Es stellt sich eine Situation dar, entweder spüre ich meine Atemeinschränkung oder ich spüre gar Schmerzen. Vielleicht war die Operation erst kürzlich oder die Chemotherapie zeigt sich mit den Nebenwirkungen. Oder eben auch der Staging-Termin steht bevor. Dann kann so eine Situation Angstgedanken auslösen, die ja immer einhergehen mit ja Gefühlen. Was werde ich da erleben? Was werde ich hören? Und diese Angstgefühle, diese Emotionen bleiben natürlich nicht im Kopf, sondern es ist ja wie ein schnelles Reagieren des Körpers, dass Prozesse ausgeschüttet werden, chemische Prozesse, Adrenalin, Noradrenalin, Cortisol, die ja den Körper sozusagen stärken sollen, dass er sich in Sicherheit bringt. Aber in diesem Fall ist es oft wie ein Erstarren, wenn diese Angst einen überrollt. Der Körper reagiert, ich werde eng, ich atme anders und schon da mit dem anders atmen, heftiger atmen, also in einer Minute viel mehr Atemzüge durchführen, aber dafür keine tiefen Atemzüge mehr, wird ja auch ein verändertes Verhalten eintreten. Meine Kommunikation wird anders sein, wenn ich Angst habe. Überhaupt auch meine Wahrnehmung bezüglich Lösungsorientierung wird anders ausfallen. Und das setzt schon hier unsere Entspannungstherapie an, nämlich dieses Anleiten einer guten Atmung, die regelmäßig eingebaut wird, um diesen Angstkreislauf zu verändern, zu modulieren. Dass Patienten, die die Diagnose altpositiven Lungenkrebs haben, nochmal ganz andere Ängste verspüren, nämlich häufig stärker ausgeprägt, weil bei Diagnosestellung das Krankheitsstadium meist schon 3 oder 4 ist, die Therapie natürlich
belastend ist und oft belastender, Angst- und Panikattacken, wenn das gekoppelt ist mit Atemnot und Atembeschwerden ausgeprägt ist, Todesangst, ich habe sie vorhin beschrieben, Herz-Kreislauf-Beschwerden, die besagte Atemnot und eben im Vorfeld die Atembeschwerden. Das ist ja noch mal eine ganz andere Situation. Und deswegen sind in der Therapie und im Krankheitsverlauf Entspannungsverfahren ungemein hilfreich und gehören eingebaut in den Lebensalltag eines Patienten, einer Patientin. Ja, jetzt komme ich genau dahin zu diesen, ja, Ressourcen, die ja jeder Mensch hat und die gestärkt werden können, wie nämlich auch die Resilienz, also die psychische Widerstandsfähigkeit trotz der Erkrankung. Ich leite ja hier die Psychoonkologie und wir können natürlich mit dem Patienten zusammen zunächst erstmal erarbeiten, wo die Belastungsmomente ihr anstehen oder beziehungsweise gespürt werden im Alltag. Und wir können schauen, wie können wir jedem Einzelnen individuell helfen bei der Therapiezielfindung, bei der Neuorientierung, beim Unterstützen der Familie. Denn die Familie wird immer mitbegleitet bei der Verbesserung der Kommunikation zwischen Behandlern, zwischen Partnern, zwischen Kind und Betroffenen. Und immer wieder geht es auch da, wo sind denn schon Ressourcen bei einem Menschen zu finden, möglicherweise verdeckt durch die Erkrankung, können die wieder aktiviert werden oder können die sogar auch ausgebaut und erweitert werden? Stärkung des Selbstwertgefühls, denn trotz einer Erkrankung überhaupt ist jeder Mensch wert und würdevoll, unabhängig ob krank oder gesund, alt oder jung, im Beruf stehend oder eben im Ruhestand sich befindend. Das ist auch ganz wichtig. Und häufig erleben Menschen, wenn so eine Diagnose mitgeteilt wird und sie die erleben und der normale Arbeitsprozess, die normalen Rollen nicht mehr gelebt werden, dass dann so etwas wie ein Selbstwert in Gefahr gerät. Und auch das ist etwas, was in der Psychoonkologie gestärkt werden kann. Ich will aber heute auf einen anderen Bereich gezielter eingehen, nämlich auf diesen Bereich, den Sie rechts, diesem gelben Kasten, aber mit der roten Umrandung sehen. Ich möchte auf ja, Stressreduzierung eingehen durch die Atmung, durch die Entspannung, durch ein körperorientiertes Verfahren. Qigong und Tai Chi stelle ich heute nicht vor, aber auch das könnte dabei eben auch gut helfen. Die Visualisierung würde hier noch dazu zählen. Ich habe vorhin gesagt, Gedanken oder Situationen, wenn sie bedrohlich für uns erscheinen, lösen Gedanken aus. Und aus dem Bereich der Verhaltenstherapie gibt es eine neuere Form, nämlich die Akzeptanz- und die Commitment-Therapie, ACT abgekürzt. Und da möchte ich Ihnen nur zwei Aspekte einfach mitgeben. Jede Situation und gerade so eine belastende und schmerzhafte Situation wie ein Lungenkrebs zu verarbeiten, muss irgendwann mal auch zu der Akzeptanz führen, auch wenn ich mich lange wehre und es nicht wahrhaben will. Und zu dieser Akzeptanz gehört dieses Öffnen für schmerzhafte Gefühle, für schmerzhafte Gedanken. Und ich darf auch in dem Moment mich auch mal in einer Opferrolle befinden, warum jetzt zu diesem Zeitpunkt, aber nicht dort verharren. Denn wenn ich mich in der Opferrolle befinde, habe ich keine Kraft für die nächsten Schritte, die aber wichtig sind. Nämlich zum Beispiel mal meine Gedanken zu betrachten, mich sozusagen aus dieser kognitiven Diffusion, aus dieser Verstrickung lösen. Denn ein Gedanke ist ein Gedanke und ich muss nicht jedem Gedanken
in mein Haus einlassen. Nicht jeder Gedanke bekommt Wurzeln. Diese Gedanken sind da und sie dürfen sein. Und sie sind möglicherweise wie Wolken am Horizont, aber sie werden mich nicht ständig schwächen. Auch das ist etwas, was in einem Prozess gelernt werden kann. Auslösendes Ereignis, wenn wir uns mal dieses Bild betrachten, da gibt es vielerlei. Ich habe es vorhin erwähnt, ein Untersuchungstermin, ein Spüren, dass ich mich nicht mehr so schnell und gut bewegen kann, wenn ich vorher sehr sportlich war. Und dann kommen natürlich sofort automatische Gedanken. Wie soll das nun weitergehen? Und die Konsequenzen und die Gefühle sind eben ja Trauer, Angst, Hilflosigkeit. Und diese Gedanken, die meine Emotionen beeinflussen, beeinflussen natürlich auch meinen Körper. Es bleibt nicht im Kopf. Mein Körper beeinflusst umgekehrt meine Gedanken, meine Emotionen. Also diese Wechselwirkung von Körper und Geist als untrennbare Einheit, auch das ist ein Wirkprinzip von ja, Entspannungsverfahren. Und ich darf mich auch immer wieder mal fragen, sind denn diese Gedanken, die ich jetzt denke, sinnvoll? Sind diese Gedanken realistisch? Ich weiß doch heute noch gar nicht, was in 4 Wochen, in 3 Wochen, ja, was ich da erfahre. Und sind diese Gedanken wahr? Und helfen mir diese Gedanken weiter? Das heißt, aus diesem Bereich der Akzeptanz- und Commitment-Therapie geht es auch immer wieder zu lernen, wie wird mein Handeln geprägt durch welche Haltungen, durch welche Ziele, durch welche Wünsche. Und ein wichtiges Momentum ist, zu lernen, dass Achtsamkeit zunächst erstmal bedeutet, im Hier und Jetzt zu sein. Bewertungsfrei, mich nur so anzunehmen, wie ich jetzt im Moment bin. Ein hilfreiches Modell dazu kann der Tempel der Gesundheit sein, nach dem Essener Modell von Professor Dobusch. Wenn wir uns mal diesen Tempel anschauen, dann sehen wir den Untergrund. Ich habe gerade eben die Achtsamkeit erwähnt. Und wir sehen, dass unser Boden ja Säulen hat. Unser Haus wird natürlich gehalten und getragen von Säulen. Da ist zum einen die Bewegung zu sehen, die Entspannung, in der Mitte die Atmung, die Ernährung, die Selbsthilfe. Und dann kommt meine erste Decke, ja, Lebensziele, Gedanken, Wünsche, Hoffnungen, Lebenssinn. Auch das wird oft verändert, muss angepasst werden. Meine Lebensziele, die ja durch eine Erkrankung dann ganz anders aussehen. Und dann habe ich aber oben mein Dach. Ich habe soziale Kontakte, ein Netzwerk, eine Familie, Beruf, Leistung. Mit Leistung könnte auch gemeint sein, ich kriege es hin und ich schaffe es, meinen Alltag einigermaßen ja bewerkstelligen zu können. Oder aber ich bekomme es hin, mittels eines Netzwerkes doch den Alltag ja gut zu überstehen. Eine Patientin sagte mal nach einer Weile, da war sie etwa ein halbes Jahr bei mir, warum habe ich erst durch die Erkrankung und durch die Therapie erfahren, wie gut es tut, sich zu spüren? Ja, wie gut es tut, sich zu spüren. Entspannung ist eigentlich etwas ganz Natürliches. Ja, wir kommen in die Welt und können uns entspannen. Wir verlernen es durch ja, Lärm, durch Reize, durch eine ja, Leistungsorientierung, die vielleicht zu stark ausgeprägt ist oder eben auch durch Sorgen und Ängste. Wir können aber lernen, diesen Zustand wieder herbeizuführen. Und sich gezielt zu entspannen heißt, gewollt und kontrolliert
sich da gerade mal Minus machen, so hier. Gewollt und kontrolliert Einfluss auf körperliches und auf psychisches Empfinden zu nehmen. Wir können durch regelmäßig durchgeführte Entspannungsverfahren tatsächlich einen Einfluss auf unser psychisches Empfinden ausüben, indem unsere vielen Neurotransmitter, die wir im Gehirn ja haben, nicht nur im Gehirn, Dopamin, Serotonin, Noradrenalin, Acetylcholin, GABA und so weiter, dass die wieder in eine Balance geraten. Und das können wir mit Entspannungsverfahren erreichen. Hier sehen Sie mal unterschiedliche Methoden. Ich habe hier die progressive Muskelrelaxation links aufgeführt, autogenes Training, Yoga, Meditationsverfahren. Es gibt wirklich sehr gute Untersuchungen, die zeigen, dass eine kurzfristige Entspannung bereits eine Reaktion, eine Entspannungsreaktion auslöst. Puls reguliert sich, verändert sich der Blutdruck, die Atmung. Langfristig, das heißt, wenn ich mir das einbaue in meinen Alltag, mir das angewöhne, dann wird sich durch die Verminderung des sympathoadrenergen Erregungszustandes, also das heißt, der Sympathikus ist ja das, was die Erregung sozusagen befeuert und der Parasympathikus, der reguliert es wieder. Und durch diese Gleichmäßigkeit, die wir dadurch erreichen, verändern wir langfristig unser zentrales Nervensystem. Es gibt Untersuchungen, wo wir zeigen konnten, also auch meine Kollegin in München, Dr. Britta Hölzel, die wie viele andere Forscher zeigen konnten, dass das Hippocampusvolumen, das ist ein Areal, das für Lernen steht, für Gedächtnis, ein größeres Volumen aufweist bei Menschen, die regelmäßig meditieren und regelmäßig entspannen. Und das ist zu jedem Zeitpunkt erlernbar. Ja, kommen wir zu dem ersten Verfahren, was ich heute vorstellen möchte. Es ist die progressive Muskelrelaxation, wurde von dem amerikanischen Arzt und Psychophysiologen Professor Jacobsen, Sie sehen, 1885 bis 76 hat er gelebt, entwickelt. Was hat er festgestellt? Bei der Arbeit mit seinen Patienten erkannte er den sehr engen Zusammenhang von psychischer Anspannung und Muskelverspannung. Also die Patienten, die zu ihm kamen, es waren viele Angstpatienten, Patienten hatten einen höheren Muskeltonus als Menschen, die keine Angsterkrankung hatten. Folgerichtig schloss er, wenn ich denn meinen Muskeltonus durch An- und Entspannen senke, müsste doch dann auch sich die psychische Anspannung verändern. Und das hat er letztendlich nachgewiesen, wie auch viele weitere Forscher nach ihm das ausprobiert haben. Und noch heute ist es ein Verfahren, was in keiner psychosomatischen Klinik, in keiner psychoonkologischen Praxis überhaupt wegzudenken ist, weil es leicht und gut erlernbar ist und selbst am Arbeitsplatz es durchgeführt werden kann. Die Methode beruht sozusagen auf diesem Kontrasteffekt zwischen An- und Entspannung. Autogenes Training von Professor Schulz entwickelt, auch er hat ein hohes Alter erreicht. Das ist ein psychotherapeutisches Verfahren der konzentrativen Selbstentspannung. Durch stufenweise erlernbare autosuggestive Übungen erreicht der Patient die Beeinflussung von Muskelentspannung unter anderem und eine allgemeine
affektive und psychische Entspannung. Ah, hier steht erste Anleitung durch einen PMR-Lehrer leicht erlernbar. Das gehört eigentlich zu der progressiven Muskelrelaxation. Beim autogenes Training sollte tatsächlich wirklich auch mal ein Kurs besucht werden. Ich würde sowieso auch empfehlen, dass man auch die progressive Muskelrelaxation wie das autogene Training einmal wirklich von einem professionellen Lehrer, einer Lehrerin lernen sollte, dann ja, kann man es zu Hause eben auch gut anwenden. Autogenes Training dauert etwas länger. Ja, was haben wir denn für Wirkungsweisen? Wir wissen natürlich, dass auch hier der Zustand der Entspannung erreicht werden soll. Beim autogenen Training beginnen ja die Übungen mit Grundlagen. Es werden Formeln und Sätze verwendet, so zum Beispiel: Mein rechter Arm ist ganz schwer. So kann man die Gliedmaßen durchgehen bis zu ist warm. Mein Herz schlägt ruhig. Und später, wenn man das gelernt hat, kann jeder Teilnehmer seine eigenen Formeln anwenden. Wie zum Beispiel, ich bin ganz ruhig und ich werde ja einen angenehmen, tiefen, ja, Schlaf, wenn man nicht schlafen kann zum Beispiel, ja, jetzt erhalten. Ich werde gut durch die Nacht kommen. Und so kann man sich eben auch durch eigene, ja, Sätze, sich selbst und Formeln suggestiv beeinflussen. Die Visualisierung. Ja. Sich etwas vorzustellen bedeutet, dass es unserem Gehirn eigentlich egal ist, ob wir uns die Situation nur vorstellen oder ob wir dies real erleben. Sowohl bei belastenden wie auch entlastenden oder gar schönen Vorstellungen werden immer neuronale, also chemische Prozesse ausgelöst. Alleine, wenn ich jetzt dieses Foto anschaue, dann weiß ich, ah, das war da, als wir vor Jahren eine Fahrradtour durch Kanada gemacht haben. Und wenn ich mich so ein bisschen da hineinbegebe, dann komme ich auch wieder in dieses Gefühl, was ich dort nämlich auch erlebt habe. Und ja, das ist etwas, was mir, meinem Körper gut tut. Ich kann mir auch aber etwas vorstellen in meiner Fantasie. Ich muss nicht immer an einem Ort gewesen sein, um mir etwas vorstellen zu können. Das werden wir nachher ausprobieren. Yoga. Yoga gefällt mir deswegen so gut, weil, wenn man jetzt mal die Säulen anschaut vom Tempel der Gesundheit, ich eigentlich letztendlich alle Säulen habe, außer die Ernährung. Also nun, wir haben die Entspannung, weil zu jeder Yoga-Einheit gehört immer eine Anfangsentspannung. Die Atmung ist zentral, also ein ganz zentrales Element. Dann habe ich aber auch die Bewegung. Ich bewege hier auf dem unteren Bild, werden die Füße bewegt. Viele Patienten, die Chemotherapien erleben, haben eine Polyneuropathie, also eine, ja, Nervenbeeinträchtigung der Füße, Kribbeln und bis hin zu Schmerzen oder auch sogar eine fehlende Stabilität. Und da habe ich eben Übungen ausgewählt, die die Durchblutung gerade der Füße und der Beine stärken. Oben sieht man den Baum, der fördert das Gleichgewicht, fördert aber auch letztendlich die gesamte Muskulatur von den Füßen bis über den Rücken hinweg. Und er, ja, zentriert. Wenn man das eine Weile geübt hat und nicht mehr so lange ausprobieren muss, dass man einigermaßen steht, dann führt diese Übung auch zu einer Ruhe. Und Selbsthilfe, na, ich übersetze das immer gerne auch so damit, Menschen sollen lernen, selbst zu erkennen, welcher Schritt oder welche Handlung wäre jetzt hilfreich, damit es mir gut geht, damit es mir besser geht und das dann mehr und mehr anzuwenden. Also nicht immer einen Therapeuten zu brauchen, sondern es selbst, ja,
einzusetzen und anzuwenden, das ist mit dem Begriff der Selbsthilfe gemeint. Natürlich darf ich auch Selbsthilfegruppen aufsuchen. Das kann damit auch gemeint sein. Ich habe Ihnen zwei Studien gezeigt, denn wir forschen tatsächlich oder haben geforscht. Wir sind ja noch gar nicht fertig. Wir machen weitere Forschungen, wo wir zeigen konnten, dass die Angst verglichen mit einer Kontrollgruppe signifikant bei den Patienten mit einer Krebsdiagnose sich reduzieren ließ. Wir konnten gleichermaßen eben auch zeigen, dass selbst nach 6 Monaten diese belastenden Phänomene wie Fatigue und Depressivität sich ebenfalls minimiert haben. Und wir haben ein Yoga-Buch geschrieben, also zwei Kolleginnen haben mich noch dabei unterstützt. Und wenn man diesen QR-Code aktiviert, dann kann man sogar auch die Übungen sehen, wie ich sie durchführe. Ja, was kann jetzt allgemein bei den Entspannungsverfahren, progressive Muskelrelaxation, autogenes Training, Visualisierung, Yoga erreicht werden? Eine normale Pulsfrequenz, entspannte Gliedmaßen, ein subjektives Gefühl angenehmer Ruhe, eine entspannte Atmung, eine Reduktion von innerer Anspannung, Förderung eines gesunden Schlafs, Veränderung der Wahrnehmung und der Kommunikation, Regulierung des Affekts, Stärkung des gesamten Körpers, der Körperfunktionen, eine Verbesserung der Koordination und des Gleichgewichts, eigentlich eine Stärkung der Ganzheitlichkeit, Körper und Geist, untrennbare Einheit. Ja, jetzt habe ich noch MBSR, Mindfulness-Based Stress Reduction, aufgeführt. Das ist ja auch ein ganz besonders hilfreicher Kurs. Der wird über 8 Wochen angeboten, ist entwickelt worden von Professor Jon Kabat-Zinn und ist auch ein bisschen aufwendiger, dauert 2,5 Stunden. Und es gibt auch noch mal auch einen Tag, einen Achtsamkeitstag innerhalb dieser 8 Wochen. Aber da lernen die Teilnehmer, die persönlichen Stressmuster zu verstehen. Also warum reagiere ich da immer gleich so heftig? Wie kann ich das langfristig ändern? Es geht um eine Selbstakzeptanz und natürlich um Stärkung der Selbstfürsorge. Allgemein, wie auch bei den anderen Verfahren, besser mit Stress, Schmerzen, Sorgen, schwierigen Gedanken und Gefühlen umzugehen und ein Körperbewusstsein systematisch zu schulen und das eigene Wohlbefinden zu verbessern. Ich biete alle Kurse an. Seit Corona haben wir ja auch gelernt, die Kurse digital anzubieten. Jetzt gibt es mal wieder einen Hybridkurs. Ich wechsle immer wieder mal. Dann gibt es auch manchmal nur digitale Kurse. Wenn Sie Interesse haben, können Sie ja gerne auch über Anfragen, über die Mailadresse oder über den Link. Die Meditation gehört zu Yoga dazu, zu MBSR dazu. Das ist eine Übung der Geistesschulung. Das Ziel ist eine Bewusstseinserweiterung im Sinne von mehr Wachheit und Klarheit, Lernen im Augenblick zu verweilen. Das Vergangene ist vorbei, die Zukunft noch nicht erschlossen. Es geht um eine wertfreie Beobachtung oder eine Beobachterhaltung sozusagen an die Gedanken und an die Gefühle. Das ist auch etwas, wo man ja gut einsteigen kann und es gut erlernen kann. 3 Schritte bei der Meditation. Zunächst geht es um die aufrechte Haltung, um den Körper bewusst zu spüren, dann die Aufmerksamkeit auf den Atem lenken und dort verweilen und den Strom der Gedanken beobachten, ohne sich in den Inhalt hineinziehen zu lassen. Ja, jetzt haben Sie eine ganze Menge Theorie von mir gehört und jetzt würde ich tatsächlich gerne
mit ihnen einiges ausprobieren. Und ich würde jetzt mit der progressiven Muskelrelaxation anfangen, dann die Lichtatmung durchführen, die Visualisierung durchführen, Yoga-Übungen und zum Schluss die Metta-Meditation. Ich werde dazu immer kurz ein bisschen was sagen. Ja, jetzt erstmal herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, für dieses Zuhören und jetzt geht's ins Üben.